Hallo Freunde! Ja, wir sind hier in der letzten Folge von World of Tanks in der Version 0.6.7. Denn heute ist der 19. Dezember, wird der Server gerade schon geupdatet. Das heißt praktisch, wenn ich mir jetzt die Mühe machen würde und gebe es mal hier kurz mein ganzes Zeug ein und dann sehen wir Connect. Dieses Connecting wird dastehen für ewig sozusagen. Es wird dann irgendwann abbrechen oder ich lasse es abbrechen, weil der Server zurzeit nicht erreichbar ist, weil er geupdatet wird. Und was kommt mit der Version 7.0? Also, als allererstes werden uns diese neuen Tarnungsfeatures kommen jetzt mit der Version 7.0. Und zwar ist es in der Abteilung äußeres Erscheinungsbild. Darunter verstehen die jetzt, dass die Artilleriepanzer zum Beispiel die Panzerspuren, also die Tracks logischerweise, von den gegnerischen Panzern sehen und somit sofort, nachdem das Spiel angefangen hat, schon die gegnerische Basis bombardieren können. So, was findet man noch? Ebenso werden jetzt auch noch die neuen Kompaniestufen eingeführt. Das heißt praktisch, dass man in einer Kompanie mit nach Panzerstufen getrennt wird. Das heißt nicht, dass einer, der jetzt zur Stufe 5 Panzer spielt und der Kompanieführer ist, mit einem seiner Freunde spielt, der Panzerstufe 8 hat. Weil es natürlich immer für die Gegner sehr lustig ist, als Panzerstufe 4 bzw. 3-2-1, weil es ein faires Team sind, gegen eine Panzerstufe 4er und 8 und 9 und 10 zu spielen. Wer bitte wird da gewinnen? Natürlich die mit Panzerstufe 8, 9 und 10. Ist ja irgendwie logisch. Also das wird eingeführt, diese Kompaniestufen mit der Panzerstufe Höchststufe 4, Höchststufe 6, Höchststufe 8 und Höchststufe 10. Das schließt sozusagen alle Stufen ein. Macht das ganze Spiel natürlich extrem spielerfreundlich. Weil man jetzt nicht mehr diese Frustmomente hat, dass man irgendwie gegen einen OP-Panzer spielt, den keiner will. Ebenso wird jetzt das Beschwerdesystem eingeführt. Das heißt praktisch, wenn man in-game die Tab-Taste drückt, was ja auch davor schon funktioniert hat, aber jetzt kann man, während einem da die ganzen Panzer, Panzerstufen und Namen angezeigt werden, rechtsklicken auf diesen Panzernamen und kann da, während man noch weiter spielt, zwischen den Optionen wählen, hat mich persönlich beleidigt, Spam zu oder zum Beispiel praktisch unskilled Player, also ein Spieler, der nichts kann. Ebenso wird das neue Aufnahmesystem und das Wiedergabesystem eingeführt. Da kann man sich dann angucken, praktisch man drückt im Game auf den Knopf, zum Beispiel ich habe es auf O gelegt, weil ich die Vorversion ein bisschen runtergeladen habe. Drück auf O, krieg dann natürlich das ganze Spiel aufgenommen und am Ende des Spiels kann ich dann in meinen VOD-Ordner und dann in Ordner Replays gehen und dann mir das wieder angucken. Weiteres Neues gibt es in der Version, und zwar die neuen Karten, Moor und Fjord. Da kommen jetzt mal ein paar Bilder. Ja, und während ich euch hier gerade diese Bilder zeige von Fjord und Co., habe ich noch was vergessen zu erwähnen. Und zwar das neue Skinsystem, was eigentlich das größte und tollste jetzt wird. Man kann jetzt auswählen, was für Skins man haben will. Man muss sich die zwar mit Gold kaufen, aber dafür sehen es alle anderen Spieler. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr auf diese World of Tanks Skin Whatbase.com Homepage gehen, um sich Skins runterzuladen, sondern man kann sie sich ehrlich kaufen. Natürlich wird das World of Tanks sehr freuen. Ja, und hier seht ihr einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skins von Panzern, die man sich in Zukunft kaufen kann. Ich hoffe, euch gefällt das soweit. Natürlich, was ihr euch natürlich denken könnt, viele Panzerfehler wurden behoben. Also ich kenne das ja selbst beim T29. Ich habe mit meinem KV-3 auf ihn geschossen. Erster Schuss, Abpraller. Okay, von mir aus. Es geht mir noch ein. Zweiter Schuss, wir sind nicht durchgekommen. Kann vielleicht auch mal vorkommen, was eigentlich unlogisch ist. Dritter Schuss, Panzer voll getroffen, 0% Damage gemacht, die Kugel ist einfach durchgeflogen. Sowas wurde jetzt behoben, dass praktisch jeder
Panzer mit einem Clip versehen ist, den man treffen kann. Also, es gibt keine No-Clip-Felder, wo man durchschießen kann. Was ich persönlich sehr geil gemacht finde, sind diese neuen fliegenden Vögel. Also, wenn ihr mal Lust habt, während eines Gefechtes in den Himmel zu gucken und dann vielleicht noch eine Artikugel anfliegen seht, naja, könnt ihr euch sagen, wenigstens haben wir ein paar Vögel gesehen. So. Was natürlich auch geändert wurde von den Leuten von WOT, sind die neuen Schuss- und Explosionseffekte. Weil früher, ihr wisst ja mit Sicherheit, dass man einen Panzer angeschossen hat und dann kam, wir sind durch. Super, da hat man manchmal keinen Einschuss gesehen, manchmal gab es keine Explosion, es sind keine Funken geflogen, das wurde jetzt alles gefixt. Womit sie sich noch viel Mühe gegeben haben, ist mit dem neuen Panzerungssystem. Das sind 16 Gruppen plus die Schottenpanzerung. Und das heißt, jedes Fahrzeug im Spiel besteht aus mehreren Polygonen. Also Polygonen, wer es nicht weiß, sind Flächen, ganz einfach. Diese Flächen kann man so einsortieren, dass man an jeder Fläche ein anderes Beschädigungsmuster bekommt. Heißt praktisch, ich schieße dir auf die Frontpanzerung, Kommandant zum Beispiel tot. Ich schieße dir auf die Heckpanzerung, Motor kaputt, was halt total logisch ist. So. Das entspricht natürlich sehr stark der Realität und so kann man sich dann als Team besser vereinen, um einen Panzer gezielt auszuschalten. Und man kriegt dann nicht dauernd gesagt, naja, du hast ihn zwar getroffen, aber du hast auf der gegenüberliegenden Seite die Kette angekratzt, interessiert dich herzlich wenig, weil es total unrealistisch ist. So. Das sind praktisch dann die neuen Panzerungsparameter. Okay. Wir kommen übrigens gerade von den 8 Panzerungsstufen. Das heißt, wir haben um das Doppelte mehr Panzerung. Das heißt aber nichts Positives, weil diese neue Panzerung dafür verantwortlich ist, dass du einen Panzer mehr kaputt schießen kannst. Also stellt euch schon mal darauf ein, euer erstes Game wird sehr lustig und ihr werdet sehr viel Schaden davon tragen. Natürlich hat man dann auch den Vorteil, dass diese ganzen Schadensmeldungen viel detaillierter sind. Die schwachen und starken Panzerungsflächen grafik gefeilt, damit es halt mit der Realität übereinstimmt. Übrigens wurde noch das Interface verändert. Da kann ich mal kurz hier den Text verlesen. Die Minikarte wurde überarbeitet, die Maßstabsänderung, die Durchsichtigkeitsänderung, die Ein- und Ausschaltung im Gefecht, die Marker für die Befehle Hilfe, folgt mir, greife an, wurden eingeführt. Die Erklärungen zu den Garagendetails wurden eingeführt, das heißt, ihr müsst F1 in der Garage drücken und dann könnt ihr euch die Erklärungen angucken, zum Beispiel Klicker unten rechts auf das Symbol Panzer kaufen und kaufe deinen Panzer im Shop. Ebenso kann man jetzt die Fahrzeugmarke, also man kann jetzt einstellen, ob ein Artilleriepanzer einen Kreis über sich trägt oder ein Viereck, wie es jetzt ist, oder Dreierstreifen, wie es für einen Heavy Tank üblich ist. Kann man alles einstellen. Die Farben kann man ändern. Das ist natürlich sehr schön. Also mir hat's gefallen. Die Spieletabelle im Ladebildschirm wurde auch noch überarbeitet. Wie sie aussieht, weiß ich nicht. Die Gefechtsaufgaben im Ladebildschirm wurden hinzugefügt. Die Gefechtsaufgaben. Wollen die mir jetzt sagen, die machen neue Gefechtsmethode? Na egal. Ich denke mal, es geht eher immer noch darum, ums Zerstören. Ein neuer Modus der Spielerlistendarstellung im Gefecht wurde hinzugeknüpft. Die Knöpfe Steuerung und Tab für den Wechsel zwischen den Modi. Das gab es aber schon davor. Die Möglichkeiten wurde eingeführt, die Ausrüstung vor einem Panzerverkauf schnell auszubauen und die Besatzung zur Kaserne zu schicken. Das gab es auch schon. Und natürlich wurden auch noch die Namen einiger amerikanischer Panzer überarbeitet, damit sich das einfach schöner anhört. So, die Texte, einiger Tipps und Dialogfenster wurden natürlich auch berichtigt und ergänzt. Und die Auszeichnungen des Spiels werden im Einlogfenster angezeigt. Also, ihr könnt euch auf die Version 7.0 auf jeden Fall freuen. Zumindest der Post-Effekt Vignetting. Also ihr könnt mal in YouTube oder in Google googeln Vignetting. V-I-G-N-E-T-T-I-N-G. Ich muss euch sagen, das ist echt geil. Guckt's euch an. Und zu guter Letzt wurde noch die Qualität des Voice-Chats erhöht. Was ja bis jetzt kein Mensch benutzt hat. Aber ihr könnt es ausprobieren. Drückt im Game Q. Und dann seht ihr, wenn ihr Tab drückt,
neben eurem Panzer immer so grüne Wellen kommen. Probiert's aus, der Voice Chat wird meiner Meinung nach total vernachlässigt. Also bitte probiert's aus das nächste Mal. Drückt Q im Game und seht diese Wellen. Und vielleicht findet ihr einen im Game, der euch antwortet, weil so kann man ein Spiel echt besser führen und man gewinnt hundertprozentig. Also, das war's, euer Junoi, und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Let's Show World of Tanks Version 7.0, die heute um 17 Uhr rauskommt. Vielleicht mache ich heute noch ein Let's Show und zeig's euch. Also, ciao.